Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge S-Scharnier. Und der Nexus ist natürlich auch wieder mit dabei. Halli, hallo. Und ich bin hier gerade noch dabei in unserer... Ich habe die Basis in dieser Aufnahme noch überhaupt nicht verlassen. Und ich werde wahrscheinlich auch erstmal nichts dergleichen tun. Ja. Und hier gibt es echt einiges zu tun. Ich habe eine neue Forschung wieder eingerichtet. Ich erweitere die Plattform, also unser Fundament quasi. Dass wir auch schön Bauplatz haben. Und ich bringe zwischendurch immer mal wieder was mit aus so Dingern, also Mine. Und ja, das nächste Ziel lautet tatsächlich Batterie. Dass wir mal so unsere ganzen Stromfresser, die wir hier überall laufen haben, wir die auch schön immer auch in der Nacht mit Energie versorgen können. Ja. Hier liegt Kupfer. Einfach mal liegt hier Kupfer am Boden. Warum nicht? Ich habe auch noch Kupfer auf dem Rücken, fällt mir gerade ein. Und Titanium auch. Ja, ich denk mal, die zwei Solarmodule sind jetzt erstmal ganz gut. Mhm. Und ich wäre noch dafür, dass wir uns dafür irgendwie mal ein bisschen eine Ordnung überlegen, dass das Ganze nicht einfach komplett wahllos hier ausschaut. Kein Platz mehr? Okay, dann müssen wir es da einsetzen. Mein Dreckbehälter ist leer. Dein Dreckbehälter ist leer? Das ist natürlich nicht so toll. Wie schaut das eigentlich aus? Magst du mal von deinem Rohmaterial auch Zeug hier lassen? Hab ich doch. Oder von deinem Material, was du gesagt hast, das... Malachit habe ich da gelassen. Ja, du hast doch gesagt, du hast Kupfer und sowas noch dabei. Ja, das bringe ich jetzt mit. Einmal Kupfer habe ich noch dabei und Titanium. Ich glaube, das ist Kupfer. Ist das Kupfer? Kupfer ist rot. Ja, ist Kupfer. Bin halt die ganze Zeit immer hoch, runter, weißt du, deswegen... So, aber jetzt bin ich, glaube ich, tatsächlich auch. Wir könnten eine kleine Batterie erforschen. Für die mittelgroße Batterie brauchen wir 5000 Bytes. Sind es 5000 oder 6000? Weiß ich nicht. Ich werde jetzt einfach mal eine kleine Batterie erforschen, dass wir zumindest mal eine Batterie haben. Ja. Wo sind denn unsere Lager jetzt hin? Da, wo sie immer waren? Nee. Doch? Nee. Hier? Nee. Die ist direkt davor. Lass mal los. Ja. So, das Teil ist weg bei mir. Auch nicht schlecht. Ganz weg, ich sehe das nicht. Ich sehe die schrägen Dinger nicht mehr. Auch nicht, wo ich das hin... Was ist denn bei dir hier auf der Plattform drauf? Gar nichts. Da ist nur dieses Forschungsobjekt gewesen. Und das war's. Und hier Energie. Und noch ein Forschungsobjekt hier halt, ne? Das ist ja merkwürdig. Ja, allerdings. Aber naja. So, ich habe ja noch Dynamit. Soll ich das mal unten gleich loslassen? Komm, das machen wir zusammen. Aber auch dabei. Ja, sicher. Ja, dann, ich war hier gerade aber noch... ich brauche Lithium für eine Batterie. Das klingt sogar halbwegs einleuchtend. Glaubt, dann wird das mit der Energie, mit der Batterie erstmal so schnell nichts. Nee, weil wir das, glaube ich, nur auf dem Mond finden, ne? Glaub, für Lithium müssen wir auf dem Mond. Na gut. Ja. Dann ist, denke ich mal, das nächste die mittelgroße Windturbine. Dass wir wirklich halt, weil ich glaube, Strom ist schon sehr wichtig gerade. Ja, weil ohne Strom geht gerade gar nichts. Und ich slide immer noch.
Ah, jetzt Hier ist ein Einsitzer. Hab ich nicht gesehen. Ich habe eine Fahrerkabine. Also irgendwie sind die Spielstände zwischendurch ein bisschen unterschiedlich. Aha. Ja. Wo sollen wir denn das TNT zünden? Weiß es nicht. Ich habe hier drin jetzt gerade nicht mehr die... den besten Überblick, wo hier was war. Ja. Also hier nach rechts bin ich gerade einmal gegangen mit neuen Verbindungen. Ach so. Da ist noch nicht so wirklich viel. Malachit habe ich vorhin hier einmal gefunden halt. Und ein paar Forschungsobjekte. Weiter bin ich nicht gegangen. Weil ich halt nichts mehr gesehen habe hier, was interessant aussieht. Gut, da hinten ist jetzt Malachit. Ich hab dir, glaube ich, gerade was geklaut. Ey, kann auch nicht wahr sein, da klaut er mir die Energie. Ja, ich wollte hier die Pflanzen töten. Und dann rennst du gerade vorbei und dann hatte ich deine Batterie in. Warum hast du die Batterie nicht oben hingepackt? Weiß ich nicht. Weil ich die an meinem Rucksack toll fand. Ja, aber sich dann beschweren, dass ich das eine Solarmodul mit unter Tage mitnehme. Das ist ja was anderes, das nützt dir ja nichts da unten. Was ist das? Was ist was? Dieses komische Orangen hier, weil der aufsammelt. Das ist, glaube ich, das ist Energie. Aha. Ah. Stimmt, ich habe kaum Dreck dabei. Ah, ich habe zum Glück noch genügend. Verbindungen wären vielleicht auch nicht ja, ich habe leider keine Verbindung mehr. Da oben ist Gemisch, da ist Kupfer. Sollen wir erstmal Gemisch holen, damit wir eine Verbindung machen können? Das ist, denke ich mal, keine schlechte Idee. Kann nichts mehr sehen. Oh, da ist ein Stein runtergefallen. Das ist aber gefährlich hier. Ja, wenn du nach oben gräbst. Dann kann das durchaus mal passieren. Darf aber nicht. Das ist ja lebensgefährlich. So. Nee, hast du es jetzt? Klar. Ich will jetzt das TNT irgendwo dran machen und abzünden. Ja, dann spreng mal diesen Block hier in der Mitte. Okay, ihr halten zum Sprengen. Ich gehe da ganz bestimmt noch ein Stückchen vom weg. Ich gehe da auch noch. Ah, okay, so weit kann ich weggehen. Ich sprenge. Achso, das geht sowieso. Dann erst noch Zeit. Wow! Das macht ein Loch. Das ist schon echt lustig. Guck mal, die Pflanze hängt jetzt in der Luft. Du machst Sachen. Ja. Du bist ja ein ganz Verrückter. Entschuldige, ich wollte nur die Pflanzen umbringen. Ja, ich habe Schaden gekriegt. Oh, das tut mir leid. Nö. Aha, da haben wir doch wieder einen.
ein wichtiges Forschungsprojekt. Da hinten sind auch nochmal drei. Ja, ich komme sofort wieder. Ich bringe das nur zu den anderen beiden, die hier schon lagen. Aber ich wollte das jetzt nicht so halbwegs auf dem Weg liegen lassen, weil es dann rennt sie wieder komplett zurück, um da wieder hinzukommen. So, bin wieder da. Müssten auch noch welche sein, weil hier noch Gegnerpflanzen waren. Oder scheinbar doch nicht. Noch mehr Laterit. Aber hier wird der Boden anders. Ja. Mal kurz, was die Forschung macht. Wir hatten 3000 Bytes. Ich hab noch was zu forschen. Nachdem nur so ein kleiner Gedanke, wenn wir jetzt halt hier eh schon den Einsitzer unten gefunden haben, was hältst du davon, wenn wir mal so ein bisschen in die Richtung versuchen, Fahrzeuge zu machen? Ja, können wir tun. Wir könnten auch Hydrazin herstellen, Geländeanalysator. Ja, dann nehme ich jetzt halt einfach nochmal Zeug mit. Also ein bisschen Materialien. Man weiß ja nie, was man. Ja. Was man für die ganzen Fahrzeuge und sowas braucht. Na klar. Dann nehme ich ja auch mal noch das, was ist das hier? Kupfererz. Laterit, genau, so hieß das ja. Hier gleich mal wieder zu, dass eine tödliche Falle hier ist. Okay, und dann ist das hier dicht. Hier dann noch Interessantes. Hi. Hi. Mache gerade mein produziertes Loch wieder zu. Ich sehe es. Oder ich hab's gesehen. Da keiner von uns reinfällt. So, die Wege werden natürlich jetzt immer weiter nach draußen, ne? Hier ist noch irgendein abgestürztes Raumschiff. Wo denn? Leg doch mal schnell eine Verbindung hin. Ups. Wie lang? Aber jetzt gerade weiß keine Ahnung, wo du gerade bist. Ich muss mir erstmal Verbindungen herstellen. Ist der Weg schon weit. Er ist dezent weit. Etwas, ja.
versuche hier gerade, aber es ist scheiße dunkel hier unten, ey. Da hängt aber absolut nichts dran. Ha. Das ist ja doof. Da steckt noch was im Boden. Ein kaputtes Solarmodul oder irgendwas. Schade, dass man sowas nicht nehmen kann, ne, und dann reparieren kann. Das wäre schon sehr cool, ja. Ja. Dass du so einen riesen Solarmodul findest oder sowas und dann kannst du das halt hier irgendwie wiederverwerten, ne? War jetzt interessant anzugucken, aber leider auch nicht mehr. Ja. Schade. Weil manchmal hat man ja echt Glück und da hätte ja auch vielleicht ein bisschen Lithium sein können. Richtig, weiß man ja nie. Ja, genau. Das weiß man ja nie. Urgh. Da ist ein weißer Strahl. Ach, das bist du. Jo, ich renne hier halt schon ein paar Mal hin und her und habe Forschungsobjekte geholt. Oh, das scheint jetzt auch das letzte zu sein. Ist ja schon mal schön. Wie hier in der Höhle einfach so dieses Leinenwirrwarr quer komplett durchgespannt ist. Aber ich glaube, das mit dem Weg zurückfinden, mit den an den Wänden platzieren, funktioniert ganz gut, oder? Ja, das ist eine echt gute Idee gewesen. War ja auch deine. Weißt du dann gleich, weißt du dann gleich, wo es lang geht? Ja. Das stimmt natürlich. So, ich als der selbsternannte Forschungsbeauftragte, ich schaue da mal oben nach, wie das Ganze mit unserer Forschung ausschaut, weil die dürfte jetzt halt eigentlich, glaube ich, auch schon wieder durch sein. Ja. Dann schau das mal. Ah, jetzt sehe ich unsere kleinen Lager wieder. Merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig. Ja, wenigstens sehe ich sie jetzt wieder, das ist ja auch schon mal was. So. Das braucht noch 2 Minuten. Hier ist noch Energie. Ja, die kannst du aber auch überall hinpacken, weil alles mit ihm miteinander vernetzt ist. Weiß ich aber. Und hast du deine Batterie schon irgendwohin platziert? Ja, natürlich. Hab ich gemacht. Glaub mir nix, Herr Kerl. So, Sauerstoff, ey. Fahrzeugbucht braucht 250 Bytes. Die gönne ich uns jetzt einfach mal. Ja, gönnen. Ich finde das so genial, unser Eingang hier, ne? Der sieht so geil aus. Mit dem riesen Raumschiff, was hier in der Erde steckt, ey. Ja. Kann man definitiv mal machen. Ja, also es ist auch nicht zu übersehen. Das kann man nicht übersehen. Ein mittelgroßer Rover. Ja. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Und dann werde ich mal gucken, was wir brauchen, um eine Fahrzeugbucht herzustellen. Genau, das mach mal. Aluminium. Das Aluminium? Hier. Ich wollte gerade sagen, das müssen wir ja haben, ne? Zur Not müssten wir irgendwas... Aluminium haben wir tatsächlich auch deutlich weniger als... Als Kupfer? Ja. Dann müssen wir Malachiten mehr sammeln, ne? Da müssen wir definitiv mal ein bisschen was dran ändern. Aber weißt du, wann wir das machen? Ich habe so gar keine Idee. Ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wow. Dann ist es tatsächlich schon wieder vorbei. Wo nimmst du nur diese Ideen her?
Ja, ich. Ich hätte jetzt hier fast gerade unsere noch nicht fertig gemachte Fahrzeugbucht zerstört. Und die, denke ich mal, bauen wir in der nächsten Folge auf. Schauen in der nächsten Folge noch, dass wir Aluminium finden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne auch mal bei Nexus vorbei. Den Kanal-Link zu ihm findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso bei mir ist es mit dem Baron. Und, ey, warum baust du da hinten hin, wo ich gerade die Fahrzeugbucht aufbauen will? Achso, Entschuldigung, ja, ich wollte das nur irgendwo platzieren. Das halt nicht wegfliegt. Immer dieses unqualifizierte Personal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss.